Also ganz ehrlich, dieses Spiel wird von Mal zu Mal verrückter, krankhafter, ekliger, perverser, einfach alles. Jetzt haben wir zuletzt sogar gegen Jared gekämpft, diesen Pädophilen, der dafür die Sandwich-Werbung mal gemacht hat. Und jetzt sind wir unten im Keller und hier gehen nochmal richtig kranke Sachen ab. Also was da jetzt letztens noch in der Forensik los war, das war. Die armen Katzen, kann ich nur sagen, die armen Katzen. Ich habe da drin jetzt noch einen Skelettschlüssel gefunden und den brauche ich nämlich, um hier dieses Tor zu öffnen. Oh Gott. Was bitte ist das hier? Das, vor allem, das befindet sich im Keller vom Polizeirevier. Das sieht ja aus wie eine Krypta. Ja, Schub-Niggurath. Schwarze Ziege der Wälder. Gesegnet seien wir, deine treuen Diener, Vernichter des Lichts. Ja, Schub-Niggurath. Schwarze Ziege mit den 1000 Jungen. Hol den Mond vom Himmel und lass die Sonne erlöschen. Okay, ab mit ihm. Nein! Sir? Hä? Oh, na klar. Nur weil wir Bullen Afroamerikaner an eine Ziegengöttin verfüttern, sind wir gleich Rassisten. Schub-Niggurath gehört zu den äußeren Göttern und muss besänftigt werden. Ihre Ankunft wurde vom großen H.P. Lovecraft vorhergesagt. Aber wahrscheinlich war H.P. Lovecraft auch ein Rassist. Oh fuck, war er echt? Wie rassistisch? Richtig übel? Yo, da sind ja meine Homies. Holt mich raus, diese Nigger sind total cray-cray. Schluss damit! Gut, Kids, ihr wollt kämpfen? Na dann los! Besiege Schub-Niggurath. Alter, was bitte ist das? Was ist das da in dem Loch? Das soll eine Ziegengöttin sein? Das kann ich mir irgendwie nicht wirklich vorstellen. Alter, die gehören alle so einer richtig kranken Sekte an. Also, ich sage ja, jetzt wird's richtig eklig. Und brutal. Und blutig. Einfach von allem etwas. So, ich glaube, ich mach's wieder mit Wondertweak, Colgan und ja, Mysterium gemeinsam. Ja, ich glaube, das ist die beste Kombination. Oder kann ich mittlerweile jetzt, wo wir hier gemeinsam sind, kann ich jetzt eigentlich auch auf Kunen Friends auch zugreifen? Ich würde kurz gucken, Plan ändern. Ginge das? Eventuell ginge das? Ja, ich hätte jetzt alle. Oh, das ist jetzt echt schwierig. Das ist jetzt echt schwierig. Ich meine, Mysterion ist nämlich insofern ein bisschen blöd, weil der halt Nahkampf nur hat. Das ist halt echt scheiße in der Hinsicht. Auch wenn er halt nicht sterben kann, aber Professor Chaos. Hier bräuchte ich hauptsächlich jemanden mit viel Rückstoßpower. Aber ob Supercrack hier so großartig hilft, weiß ich gar nicht. Supercrack, der kann, naja, der kann aber zurückstoßen. Aber der ist halt sonst auch nicht so. Oh, das ist jetzt echt schwierig. Mit wem? Oder nehme ich doch wieder Human Kite? Ich meine, der kann mir Schild geben und so. Ich glaube, ich nehme sogar Human Kite. Human Kite! Ja. Wondertweak, Callgirl, Human Kite. Probieren wir es mal mit denen. Das wird schon irgendwie klappen. Das wird schon klappen. Ich habe auch noch so viele Beschwörungen, die ich noch machen kann und so weiter. Und ja. Es muss einfach funktionieren. Besiege Schub-Niggurath. Der Name an sich klingt schon ziemlich eigenartig. Mann, sie braucht unsere Hilfe! Okay, gebt ihr noch mehr? Oh, verfickte Scheiße! Au! Oh, Scheiße! Nein, die Übermutter kann weißes Fleisch nicht ausstehen! Wir müssen weg hier! Die Übermutter verlangt schwarzes Fleisch! Wo es Verbrechen gibt, ist Colgall nicht weit. Tod den Ungläubigen! Fuck, jetzt gib schon auf! Oh, Schluss jetzt, Arschloch! Okay, ich glaube, ich bin bereit. So, es ist nur das Problem, wenn sich die Leiste hier komplett füllt, sind wir richtig gefickt. So. Warte mal, so kriege ich aber beide. Ich mache jetzt einfach mal den Oberblitz. Blitzzeit!
Fallen 9999 Lebenspunkte, ist klar. Das ist ja so ein Riesenboss. Aber dieses Vieh ist einfach mal potten hässlich. So. Wurzelknall. Bam. Ich gebe mein Blut für Schubnigorath. Hier ist Callgirl gefragt. So, Callgirl. Aber das Problem ist, ich kriege die anderen jetzt ehrlich gesagt auch alle gar nicht mehr da weg. Ist doch gerade voll für den Arsch. Ich kann eigentlich gar nichts machen. Ich muss den Zug beenden, das bringt nichts. Okay. So, Schumakeit, bring dich in Sicherheit. Gib uns noch ein Schild, wenn's geht. Ja, ja. Verschone deine Diener und geißle deine Feinde. Oh, diese ätzende Bitch hat gerade ein scheiß Ei gelegt. Hau sie weg, Neuer! So, na super. Und schon sind Wondertwig und... Also das ist, glaube ich, einer der schwersten Kämpfe im ganzen Spiel. Wondertwig und Callgirl sind nämlich jetzt schon hin und jetzt sind hier noch diese ekligen Eier. Okay, warte mal. Ich muss... ja, ich mach das. Verpisst euch! Die müssen in den roten Bereich rein, da werden sie nämlich gefressen. So, die Eier explodieren. Wenn sie auch getroffen werden. Und... Holzer splattert. So. Wie sich der da hinten freut mit der Katze. So. Ja, genau, der wird jetzt gefressen. Guckt euch das an. Ja, vielleicht ist das ja am besten so. So, 3500 Lebenspunkte hat er gerade verloren. Weil sie das Fleisch gefressen hat, diese Missgeburt. Was ist das überhaupt? Das sieht aus wie ein Alien. Runter, auf den Boden. Nein, ihr werdet der Ziege mit den 1000 Jungen nichts antun. Ich beschütze dich, meine Königin. Oh Gott, ernsthaft jetzt? Bringt eure Ärsche in Sicherheit. So, der blutet. Fühlt den Zorn von Humankind. Humankind muss aber unbedingt hier weg. So, komm, du gibst mir jetzt aber auf jeden Fall einen Schild, bitte. Warte, warte, komm. Geht das? Wieso geht das nicht? Ich kann mir kein Schild geben, scheiße. Ach, dann eben nicht. Dann mach hier einfach nur Pause. Du schaffst das. Na super, ich komme jetzt hier natürlich nicht weg. Wollt ihr mich jetzt eigentlich komplett verarschen, ihr Penner? Oh, das gibt's doch nicht. Ich muss die irgendwie... Das ist ja doch alles scheiße. Der Kampf ist richtig scheiße. Die müssen in die andere Richtung weg. Tötet die Ketze! So, komm. Glitscht die Zeit, um den Zug eines Gegners aufzuheben. Ich glaube, das ist jetzt mal besser. Einfach mal überspringen und glitschen. Zug weniger für die Bösen. Oh, das wird sich nicht ausgehen, oder? Aussetzen, scheiße. So. Alter, der sticht mich hier gerade voll ab. Ich könnte gerade einem Auto Starthilfe geben. So. Komm schon, jetzt ist hier natürlich alles blockiert, oder? So, warte mal, du machst mal nix. Schnell, 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 ich muss hier weg. Oh, ernsthaft! Ich komm hier nicht weg! Scheiße! Ich komm hier nicht weg! Fuck! Ist doch nicht wahr! Ist doch nicht wahr. Ich komme hier nicht weg. Das ist doch richtig behindert jetzt. Diese Wichser stehen auf der völlig falschen Seite. Knie nieder vor Schock. Kacke, geht's dir gut, Kite? Ja. So. Fuck. Und ich bin tot. Und noch ein Ei wird ausgekotzt. Zwei sogar. Ernsthaft jetzt? Ja, noch ein drittes. Ja, sicher. Diese Missgeburt. Alter, da kommen noch mehr! Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch jetzt nicht euer fucking Ernst! Laut Wetterbericht hagelt schlecht! So. Ach du verfickte Scheiße. Das ist super, wir sind alle tot bis auf Humankind. Der kann aber... Warte mal, wir brauchen... Bringt das was, wenn ich... Obwohl, warte mal, der ist im grünen Feld mit drin. Ich brauche das Macaroni-Bill, es geht jetzt nicht anders, ich brauche das. Bedeckt eure Augen, Heiden! Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. So, Ultimativkraft bereit. Ganz toll. Ich habe die jetzt nicht wiederbeleben können. Ernsthaft? Oh, ist das dumm. Die müssen in den roten Bereich rein. Euer Tod wird Schubnigorath ergötzen. Ich hasse diesen Kampf, der ist so mega scheiße. Hey, lasst ihn in Ruhe. Der ist einfach nur scheiße, der Kampf, ist so.
geschieht dir recht, du Arsch! So, gut. Wenigstens ist der Polizeichef verreckt, der auch. Ich muss sagen, da brennt ein bisschen Zorn in mir. Ja, das ist wohl wahr. So, der sollte einfach mal alle verrecken, ihr Motherfucker. Bringen wir es hinter uns! Zeig's ihm, Kumpel! Darauf können wir stolz sein! Ich glaube, jetzt explodiert in die Eier. Genau. So. Das ist so ein Scheißkampf, echt jetzt. Der ist so richtig scheiße schwer. Weil die vor allem alle in die falsche Richtung rüber sind. So. Blutend. Ja, seht ihr, da müssten die stehen. Da bei den roten Feldern. Dann würden die alle gefressen werden und dann würde das Vieh irgendwann krepieren. Aber so leider nicht. Ich muss irgendwie... Ich bete die Schmerzen weg. Natürlich. Achtung, alles Gute kommt von oben. So, kann ich irgendwie, warte mal, Drogenfläschchen, Tacuito Grande, maximales Wiederbelebungsserum. Ich muss mich mal wiederbeleben, weil das geht so nicht. Sonst kann ich den Kampf ja nie gewinnen. Und nun flieg! Oh, kannst du ja gar nicht. So, ich bin wieder zurück. Aber das wird mir wahrscheinlich nicht so viel bringen, wenn ich jetzt nämlich hier stehen bleibe. So, warte mal, ich muss jetzt unbedingt mal... Warte. Ne, das geht auch nicht. Leck mich doch am Arsch. Schnauze! Halt einfach deine Scherzfresse. So, jetzt sind die wenigstens alle tot. Und da kommen aber, glaube ich, da kommen unendlich. Solange bis das Vieh halt tot ist. So, hier stehe ich zum Glück nicht. Nichts passiert. So, das ist jetzt echt blöd, dass ich muss diese Penner da reinkriegen. Und das Blöde ist mit... Was macht das nochmal? Ziel? Verbündete in der Nähe und heile sind. Das bringt ja hier gar nichts. Gut, das könnte ich noch machen. Ich könnte... Ein Schild kann ich mir natürlich mal wieder nicht geben. Doch, so. Ich kann mir jetzt ein Schild geben. Ich brauche ein Schild. Unbedingt. Dass wirklich nichts passiert. So, geschützt. Alles klar. Ja, greif ihn ruhig an. Es kann sein, dass ich den Kampf nicht gewinne, Leute. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht schaffen werde. So. Vor allem, ich komme nie dazu, die jetzt so anzugreifen, dass sie... Okay, warte mal. Den kann ich aber zurückstoßen. Ja, sehr gut. Der eine steht drin. Der eine steht drin. So, und jetzt Achtung. Der stirbt jetzt. So. Guten Appetit. Ja, ich kann es immer noch schaffen, Leute. Das führt noch 4000 Lebenspunkte knapp. Alter, wie kann man nur so hässlich sein? Runter, auf den Boden. Ah, das ist so scheiße. Ich muss jetzt wieder weg aus diesem Bereich. So, Humankind muss jetzt hier bleiben und der kann an sich eh nichts machen. Warte mal, achso. Ihn heranziehen, das bringt gar nichts. Ich muss Zug beenden. So, jetzt macht der was. Können wir vielleicht noch die Sonne auslöschen, bevor ich verblute? Seht euch das an, wieso komme ich denn nie hier weg? Ich komme nie hier weg! Wieso kann ich nicht ein Feld weiterziehen, du Mistgeburt? Das ist doch nicht wahr! Zug beenden! Ihr wollt mich doch alle verarschen hier! Lass keinen in Ruhe! Ich komme da nicht weg! Es liegt was in der Luft, der Humankind! Ja, der Humankind macht doch hier, so! Neger, seine Laseraugen haben dich voll zerfickt! So, der blutet. Ich komme hier nicht weg, weil dieser Hurensohn hier steht, weißt du? Das ist doch nicht zu fassen. Fuck it! Ich komme da nicht weg, weil diese Wichser meine Felder blockieren. Wenn sie bluten muss, dann soll es so sein. Ja, ich komme hier nicht weg. So. Ich komme da jetzt echt nicht weg. Es geht sich wahrscheinlich jetzt wieder ums Popolecken nicht aus. Das ist doch nicht normal. So, die letzte... Fuck. Ich komme da nicht weg, Leute. Ich komme da nicht weg. Es ist unfassbar. Ich komme da einfach nicht weg. Doch. Oh mein Gott, ich komme weg. Oh mein Gott. Ganz knapp. Ganz knapp. So. Ja, kotzt wieder deine Eier aus. Das ist ja nicht so schlimm. Boah, aber... Boah, ich habe jetzt echt schon geglaubt, dass ich es nicht schaffe. Heilige Scheiße. So, jetzt kommen wieder welche. Aber ich muss die, wie gesagt, die müssen da hin. So. Bluten. So, Schimmelkeit ist wieder da.
Okay, jetzt ist ja wenigstens, jetzt kann ich mir ein bisschen Zeit lassen. So, ganz ruhig. Ich kann es immer noch schaffen. Indem ich mir am besten, glaube ich, nochmal einen Schild gebe. Oder habe ich den noch immer? Ne, ich habe den eigentlich noch immer. Ich sehe die blaue Leiste da. Ich habe eigentlich noch immer Schild. Und das zu machen bringt auch nichts, weil da würde ich dort hinten landen. Oder irgendwie mich jetzt zu heilen? Nö, ich kann nur das machen. Oder dieses blöde Ei? Soll ich das wegmachen? Wollen wir später ich mach das Ei mal weg, das nervt. So, das Ei muss weg. Ultimativkraft bereit. Ich glaube, der wird mir hier nichts nützen. So, falls das splattert, wie die sich ärgern. So. Ja, komm, mach ruhig. Ist nicht so schlimm. Oh mein Gott. So, jetzt ist das Vieh wieder dran. Es steht aber leider noch keiner dort. Also, schwupps, nichts ist passiert. So. Jetzt sind die wieder dran, aber die können sich auch nicht so weit bewegen. So, jetzt aber. Jetzt kann ich die alle bis dort nach hinten bashen. Anders geht's auch gar nicht. Also, verpisst euch, ihr Wichser! Zurück mit euch! Hey, es hieß, ich würde keinen Schmerz spüren! Von wegen! So, Achtung! Ach, schade, das drängt den wieder zurück in die falsche Richtung, das ist typisch. So, aber die anderen müssen, die zwei da müssen weiter. Also die ohne den Schnurrbart, also ihr wisst schon, die zwei hier, wenn ich die noch jeweils einfällt, weiter nach hinten kriegen täte, wäre das schon gut. Aber das bringt, glaube ich, gerade nichts. Also die Schwimmigkeit kann eigentlich nicht wirklich was machen. Ich könnte den weglesen, weil der stört sowieso. Also, verpiss dich. Für Kuhn and Friends. Ja, für Kuhn and Friends. So. Ja, leider wieder niemand steht hier. Der Kampf ist echt krank. So, vor allem die kommen immer wieder ein bisschen näher. So, egal. So, jetzt bin ich wieder dran. Jetzt mache ich wieder den. Und schieb sie wieder zurück. So. Zack. Aber leider immer noch nicht weit genug. Das ist scheiße. So. Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren. Ja, super. Aber wenn die tot sind, ich muss die ja verfüttern. Also das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn in dem Fall. Wisst ihr was, ich gebe mir sogar nochmal ein Schild. Ich weiß nicht, addiert sich das eigentlich dazu oder wie darf ich das verstehen? Oder warte mal, oder soll ich nochmal so ein Wiederbelebungsserum benutzen? Maximales Wiederbelebungsserum. Sorry, Leute, viele wichtige Faktoren. Ich könnte ja wenigstens... Ja komm, machen wir wenigstens noch so, dass das Wondertweak wieder lebt. Drachenrettung aufs Haus! Vielleicht bringt's ja was. Rick hätte das sicher auch gemacht. Der hätte noch was ganz anderes mit dir gemacht. So. Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Naja, eigentlich ja eher nicht so, aber du könntest zumindest... was könntest du machen? Mit Kreis könntest du mir wenigstens ein bisschen... Ja, du kannst mich heilen. Ja! Wassermarsch! Dankeschön für die Dusche. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Leben. Alter, so, jetzt ist wieder... Hier steht immer noch niemand. Ja, das ist scheiße, ich weiß. Vor allem, die geht ja auch wieder ein Feld jeweils wieder nach vorne. Okay, nee, der bleibt dort stehen, das ist okay. Na hier, seht ihr? Diese Pisser! Die müssen... Warum kann ich die nicht zwei Felder nach hinten drängen? Das ist doch voll für den Arsch. Seht euch das an. Der eine, glaube ich, stirbt komplett. Ich weiß nicht genau. Warte mal, den anderen könnte ich aber dort bis nach hinten kriegen. Schauen wir mal. Den ultimativen Griff will ich jetzt noch nicht machen. Callgirl ist halt im Moment noch immer außer Gefecht, aber das ist nicht so schlimm. So, ich kann sie nur damit jetzt zurückdrängen. Also komm, Wurzelknall. Und zack! So, der eine ist zwar tot, aber der andere steht dort hinten, das ist gut. So. Was würde aus diesen Trotteln Schutt und Asche machen? Ach ja, Zorn des Kites. Zorn des Kites, so. Und jetzt, warte mal, jetzt... Human Kite kann eh nicht wirklich viel machen. Es ist halt blöd, dass Human Kite den Typen jetzt hier nicht nach hinten... ne, ihr wisst schon. Er kann ihn leider nicht zurückbashen. Dann würde er nämlich auch da drin stehen, aber leider nicht. Und deswegen... gebe ich einfach jetzt Wondertweak auch ein Schild. Besser als gar nichts. So, gern geschehen. Dankeschön. So. Das Wetter schlägt auf. Das nächste ist dann eh wieder dieses Vieh dran. So, Kreis. Ich muss mich wieder hochheilen. Also der Kampf ist echt der schwerste im ganzen Spiel bisher. Das habe ich gebraucht. Ja, das hast du wirklich gebraucht. So. Und jetzt, Achtung, jetzt stirbt wieder einer. So, einen muss ich noch reinkriegen, Leute. Einen noch. Einer muss da noch rein.
So, oh, jetzt kommt wieder der Schwachsinn. Ja, jetzt werden wir wieder zurückgedrängt. Ernsthaft. Ernsthaft. So. Oh, ich komm wenigstens bis hier. Also ich bin schon mal safe und kann... Ja, ich mach das doch einfach mal. So, fickt euch und verpisst euch. So, schön nach hinten. Genau. So, Humankind. Ja, super. Humankind kommt natürlich mal wieder hier nicht aus der Gefahrenzone raus. Scheiße. Also, Zug überspringen. So, Wondertree kommt auch leider nur bis hier auch wieder überspringen. So, der geht schon mal dorthin. Das ist gut. Der geht dahin. So, ich bleib, wie gesagt, ich bleib... Achso, warte mal. Ich muss die Wärter zurückdrängen. So! Zack! Weg mit euch! Macht ihr den Weg frei! Meine Kumpels müssen hier raus. Heute ist mit leichten Brisen und verstärktem so, Schwimmigkeit bleibt jetzt hier mal stehen. Ein Sturm zieht auf. Alles safe. So, und jetzt warte ich einfach, bis sich die Leiste von selber füllt. Oder kann ich noch mit Kreis irgendwie... Nö, ist egal. Okay, ich warte einfach. So, und jetzt Achtung, die sterben jetzt. Leider, aber nicht, sie werden leider nicht gefressen. Boom! Egal, es kommen eh wieder neue. So, jetzt kommen erstmal wieder Eier. Ich weiß, der Kampf dauert auch an sich sehr lange. Aber ich müsste, glaube ich, nur noch mal einen da reinkriegen in das Loch. Einen nur noch. So, ja, das sind eh wieder die nächsten Opfer. Und vor allem, jetzt bin ich dran. Und das heißt... Leg einfach los. Das heißt, ich kann... Ja, genau. Genau das. So, zurück mit euch! So, der wird gefressen da hinten. Ich hoffe es zumindest. So, die Eier explodieren. Alles klar. So, das Ei explodiert auch. Ultimativkraft bringt mir hier gar nichts. So. Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich. Alles klar. So, und wisst ihr was? Obwohl, nee, eigentlich, es ist nicht so schlimm, wenn Cole jetzt nicht mitmacht, weil... Ich will meine Wiederbelebungsserien, ehrlich gesagt, nicht unbedingt alle verschwenden. Also, ist, glaube ich, egal. So, was könnten wir machen? Könnten wir überhaupt jetzt irgendwas groß machen? Nochmal ein Schild irgendwie? Nö, eigentlich kann ich bei dir den Zug überspringen, ist eigentlich völlig egal. So, der wird jetzt sowieso gefressen, Leute. Der wird sowieso jetzt gleich gefressen. Das Vieh ist jetzt nämlich als nächstes dran. Also, ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Also, Zug beenden und ich habe gewonnen. Alter, bist du wahnsinnig. Das war jetzt mit Abstand der schwerste Kampf im ganzen Spiel. Also bisher der schwerste für mich persönlich. Alter, und was ist das überhaupt für eine Missgeburt? So, ich habe ein Artefakt bekommen, ein Necronomicon, ein 90er Artefakt. Und dann noch unmenschliche Stärke, DNA, ein Mumienkostümset und $5.51. Sowie 350 Erfahrungspunkte. Stufenaufstieg, Stufe 10, bringt mir aber eigentlich nichts mehr, weil ich nichts mehr freischalte. So, aber wir haben genug. Ja, das habe ich geschafft, das habe ich auch geschafft. Super. Kuhnfreunde, wir haben es geschafft. Wir haben Scrambles. Oh, ja, Scrambles? Unfassbar, dass ihr kleinen Scheißer das wirklich geschafft habt. Danke, endlich ist man in diesem Dreckskaff wieder sicher. Gern geschehen. Wer bist du? Oh mein Gott, Leute, wir haben 100 Mäuse als Startkapital für unser Franchise. Fucking Kuhn and Friends. Scheiße geil, Leute.